Gut, wir wollen jetzt die beiden Additionstheoreme für den Kotangens herleiten, also Alpha plus Beta und Alpha minus Beta. Dazu werden wir die schon bekannten Additionstheoreme für den Tangens benutzen. Na, die habe ich mal beide hier in eine Formel zusammen reingeschrieben. Also einmal das Additionstheorem für Tangens Alpha plus Beta. Na, wenn ich hier das obere Rechenzeichen nehme, dann muss ich hier auch das obere nehmen, also das Plus. Hier auch das obere, also das Minus. Ja, und außerdem das Additionstheorem Tangens Alpha minus Beta. Das heißt, ich nehme hier das untere Rechenzeichen, dann muss ich hier auch das untere benutzen, also das Minus, und hier auch das untere, also das Plus. Ne? Ich habe also beide Additionstheoreme für den Tangens in eine Formel reingepackt. So, und daraus kann ich jetzt die beiden Additionstheoreme für den Kotangens herleiten. Ne? Und zwar mache ich das folgendermaßen. Der Kotangens ist ja der Kehrwert des Tangens. Ne? Habe ich nochmal hingeschrieben. Und deshalb muss ich, wenn ich jetzt hier den Kotangens haben will, einfach nur hier den Kehrwert bilden. Das heißt, Zähler und Nenner vertauschen. Gut, dann mache ich das mal. Ich schreibe das mal auf. Also der Zähler kommt jetzt in den Nenner. Tangens Alpha plus minus Tangens Beta. Und der Nenner kommt in den Zähler. Also 1 minus plus Tangens Alpha mal Tangens Beta. So, das war der erste Streich. Das sieht schon gut aus. Allerdings, ich will ja das Additionstheorem für den Kotangens haben. Und deshalb soll hier überall Kotangens stehen und nicht Tangens. Das heißt, ich will, muss also diese vier Stellen, wo der Tangens steht, hier, hier, hier und hier, da muss ich überall den Kotangens draus machen. Na? Wieder mit der gleichen Formel, die wir gerade schon benutzt haben. Kotangens x ist 1 durch Tangens x, also den Kehrwert bilden. Gut, dann mache ich das mal. Ich schreibe es mal hier drunter. Also Kotangens Alpha plus minus Beta. So, und jetzt muss ich an allen Stellen, wo Tangens steht, 1 durch Kotangens hinschreiben. Ja, also 1 minus plus, hier sind wir, dann 1 durch Kotangens, hoppla, 1 durch Kotangens Alpha, ja, wird jetzt ein bisschen knapp, mal 1 durch Kotangens Beta. So, das war der Zähler, jetzt kommen wir zum Nenner. Da auch wieder, da schreibe ich statt Tangens Alpha 1 durch Kotangens Alpha plus minus. Und hier schreibe ich statt Tangens Beta, schreibe ich 1 durch Kotangens Beta. Gut, das war ganz gut, aber jetzt muss ich das Ganze noch vereinfachen. Ich bring mal mach mal hier die beiden Brüche gleichnamig. Ne? Das heißt, den ersten multipliziere ich mit Kotangens, erweitere ich mit Kotangens Beta. Ja, ich mache es mal hier drunter. Also Kotangens Alpha plus minus Beta. So, ja, ein bisschen zu hoch. Der Platz wird, wie gesagt, sehr knapp. Mache ich es mal hier hin. So, fangen wir mal hier an im Nenner. Da mache ich also, wie gesagt, die beiden Brüche gleichnamig. Das heißt, den ersten erweitere ich mit Kotangens Beta. Dann habe ich da stehen Kotangens Beta durch Kotangens Alpha mal Kotangens Beta. Hopp, falsch. Kotangens Beta. So, das gleiche mache ich mit den zweiten. Den erweitere ich mit Kotangens Alpha. Na? Also Zähler und Nenner mit Kotangens Alpha erweitern. Dann habe ich da stehen Kotangens Alpha, Kotangens Alpha mal Kotangens Beta. So, und das oben, das übernehme ich erstmal nur. Also 1 minus plus. Das heißt, ich kann das direkt auf einen Bruchstrich schreiben, diese Multiplikation hier durchführen und da habe ich dann stehen 1 durch Kotangens Alpha mal Kotangens Beta. So, die sind ja jetzt gleichnamig, die beiden Brüche hier unten. Deshalb kann ich die auf einen Bruchstrich schreiben. Dann mache ich das mal.
Dann schreibe ich dahin plus minus. So. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Doppelbruch, ne? Und ja, wie löst man den auf? Indem man das hier, hier unten, hier nach oben schreibt. Ne? Ist ja ein Doppelbruch. Da müsst ihr zur Not mal gucken im Kurs Bruchrechnung, wenn ihr nicht mehr wisst, wie das funktioniert. Ich kann es ja nochmal eben hier dran schreiben, die Regel, wenn ich hier so einen Doppelbruch habe. Also A durch B durch C. Dann ist das, oh, ich schreibe es mal ein bisschen deutlicher. A durch B durch C. Dann ist das das gleiche wie A mal C durch B. Ja, also einfach den hier unten, hier oben hinschreiben. Gut, dann machen wir das mal. Ich nehme also hier den Nenner von dem Bruch, der auch im Nenner steht. Also dieses Cotangens Alpha mal Cotangens Beta. Und schreibe das hier oben hin. Dann mache ich also hier eine Klammer drum und schreibe Cotangens Alpha mal Cotangens Beta. Dann darf ich das hier unten wegwischen. So. Ja, jetzt muss ich nur noch diese Klammer ausmultiplizieren. Ja, das mache ich jetzt mal. Da muss ich mal ein bisschen Platz machen. So. Cotangens Alpha plus minus Beta. Das habe ich nur noch mal neu aufgeschrieben. Jetzt multipliziere ich also Cotangens Alpha mal Cotangens Beta. Einmal mit diesen Summanden und einmal mit diesen Summanden hier. Ne? Cotangens Alpha mal Cotangens Beta multipliziert mit 1 ergibt Cotangens Alpha mal Cotangens Beta. Also mache ich die 1 weg und schreibe hin Cotangens Alpha mal Cotangens Beta. So. Und wenn ich Cotangens Alpha mal Cotangens Beta mit diesen Summanden multipliziere, ne, was kommt da raus? Da kommt raus 1. Ne? Denn wenn ich das hier mit den Zähler multipliziere, nach den Regeln der Bruchrechnung, Cotangens Alpha mal Cotangens Beta, so, und hier wegwische, dann habe ich hier im Zähler und Nenner das Gleiche stehen und das kürzt sich also alles weg. Da bleibt über eine 1. Also kann ich diesen ganzen Bruch wegmachen und eine 1 hinschreiben. Gut. Und damit bin ich auch schon fertig. Ich habe das Additionstheorem für Cotangens Alpha plus minus Beta hergeleitet. Das lautet Cotangens Alpha mal Cotangens Beta minus plus 1 dividiert durch Cotangens Beta plus minus Cotangens Alpha. Ja, damit sind wir auch schon am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.